Dann reden wir jetzt erstmal mit Quark. Quark freut sich, dich zu sehen. Hallo Quark, hast du deinen neuen Zettel gefunden? Nein, Quark noch keinen Zettel gefunden. Okay. Also noch nichts Neues von Quark hier. So, das heißt, wir gehen aufräumen. Zaubertrank, Heiltrank, mehr hast du nicht. Gehen wir noch mal kurz durch, was die Leute so mit sich rumschleppen. Du hast nichts Besonderes. Das, was du alles hast, ist Alchemie, wobei der Oglinsud ist für die andere Truhe. Das ist alles Alchemie. Zur zweiten Seite hast du nichts. Schmied und Schmied und Schmied. Und das kommt alles in die Werkbanktruhe. Das war es auch im Großen und Ganzen bei dir. Und du hast eigentlich nur... Ja komm, die beiden Sachen können wir auch da in die Truhe packen. Alles klar. Gut, dann fangen wir an. Hier erstmal den Oglinsud und den Einbeersaft rein. Da in die Kommode kommt das hier. Ja. Und hier kommen die ganzen Folianten rein, so. Hier. Das alles rein? Ja. Von hier oben betrachtet wirken die Nöte dieser Stadtlage nicht gar so finster. Sanyasala, Feya. Nun gut. So, warte hier kurz und dann nehmen wir dich mit. Wunder. So, jetzt stimmt die Anordnung wenigstens wieder. Kristallerz, rostige Nägel, komm hier rein. So. Jetzt müssen wir nur noch das Ganze bei unserem Krämer des Vertrauens loswerden, was wir hier haben. Aber vorher können wir mit Priodan reden, der steht ja direkt gegenüber. Rios möge euch erhellen. Habt ihr Neuigkeiten für mich? Ja, ich bin erfreut auf... Ich bin erneut auf den Einäugigen getroffen. Leider kam ich zu spät. Er hatte bereits auch das Ritual an einer der entführten Mädchen durchgeführt. Allerdings ist wieder etwas dabei schiefgegangen. Ich konnte das Mädchen retten, aber der Einäugige ist leider entkommen. Das sind gute und schlechte Nachrichten. Wir müssen diesen Frevler unbedingt aufhalten, bevor ihm sein Vorhaben gelingt.
Während ihr bei den Silberfällen wart, habe ich weitere Nachforschungen in unseren Archiven anstellen lassen. Leider gab es dabei nichts Neues zu erfahren. Ich schlage vor, dass ihr dem Hesinde-Tempel einen Besuch abstattet. Die dortigen Aufzeichnungen sind zwar arg in Mitleidenschaft gezogen und mit Sicherheit immer noch nicht vollständig katalogisiert worden, aber ich kann mir vorstellen, dass der geweihte Adat Weißenfelser euch weiterhelfen kann. Im Hesinde-Tempel herrscht allerdings noch eine ziemliche Unordnung, aber vielleicht werde ich dort ja tatsächlich finden. Ich lebe wohl. So, Seelenritual habe ich Bayodan berichtet. Hier. Nachforschung im Hesinde-Tempel. Bayodan hat mir geraten, im Hesinde-Tempel weitere Nachforschungen anzustellen. Vielleicht kann ich in den dort gelagerten Dokumenten weitere Hinweise auf das Seelenritual finden. Sprich mit den Geweihten. Die Geweihten Dorion und Adat Weißenfelser können mir hoffentlich bei der Suche nach Aufzeichnungen über das Ritual weiterhelfen. Ich sollte zum Tempel gehen und mit ihnen reden, wenn ich da reinkomme. Das ist jetzt nicht gut. Weil der Hesinde-Tempel schmiert mir ja wieder ständig ab, wenn ich reingehen will. Also ja, erstmal zum Krämer unseres Vertrauens, der steht hier. Willkommen beim Ja, Schlingenfalle, Haarnadel, Dolch, Skorpionstachel, Räuberembleme. Langschwert, Holzschild, kann alles weg. So. Ferdocker Stadtgardisten? Okay, erstmal hier ein Quicksave machen. Rondra zum Gruß. Den Zwölfen sei Dank, dass ihr gerade vorbeikommt. Oh. Ich grüße euch auch. Was gibt es denn? Ist etwas in mir hier in die Tempel vorgefallen? Tja, das wüssten wir auch gerne. Als diese Bürger hier heute Morgen den Tempel besuchen wollten, haben sie festgestellt, dass die Tür verschlossen ist. Seitdem der Tempel wieder aufgebaut worden ist, ist das noch nie passiert. Also haben sie die Stadtwache gerufen. Als wir ankamen, konnten wir das bestätigen. Die Tür ist verschlossen und lässt sich auch nicht öffnen. Ihr könnt euch denken, dass wir uns deswegen Sorgen machen. Dann wisst ihr auch nicht, was mit den Geweihten ist? Nein. Wir können nur hoffen, dass ihnen nichts passiert ist. Ich könnte versuchen, die Türe zu öffnen. Nicht nötig. Das haben wir auch schon versucht. Jemand scheint von innen den Riegel vorgelegt zu haben. Glücklicherweise ist mir eingefallen, dass Erzmagus Rakorium noch in der Stadt weilt. Für einen Mann mit seinen Fähigkeiten sollte es ein leichtes sein, die Tür zu öffnen. Ich habe einen Boten zu ihm geschickt und ihn bitten lassen, zum Tempel zu kommen. Er müsste eigentlich jeden Moment eintreffen. Und da ist er ja auch schon. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, eure Magnifizienz. Ja, das bin ich wohl. Gibt es denn? Eure Magnifizienz, die Tür zum Hesinde-Tempel ist verschlossen. Wir sind in großer Sorge, dass den Geweihten etwas zugestoßen ist. Ob ihr wohl so freundlich wäret, die Tür für uns zu öffnen? Die Tür? Ja, das kann ich wohl machen. Dann tretet beiseite. Die herumfliegenden Dings, Splitter könnten sonst jemanden verletzen. Verzeiht, werter Magus. Ich glaube, es wären alle daran gelegen, die Tür zu öffnen, ohne sie zu beschädigen. Wie meinen? Ja, natürlich. Damit könntet ihr recht haben. Also gut. Foramen Foramino! Consumatum est. Die Dings, Tür ist geöffnet. Habt vielen Dank für eure Mühen, werter Erzmagus. Ja dann, will ich mal wieder zurück ins, Stadtarchiv. Nottel wartet sich ja schon. Ich glaube, dann werden wir jetzt mal den Tempel betreten und nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Vielleicht sollte ich das übernehmen, dann könnt ihr darauf achten, dass uns keiner den Tempel betritt. Das ist wahrscheinlich wirklich besser.
Ich hoffe nur, ihr zweifelt nicht an unserem Mut, wenn ich euer Angebot annehme. Ganz gewiss nicht. Ich melde mich, sobald ich etwas in Erfahrung gebracht habe. Mhm. Und ihr geht jetzt besser wieder nach Hause. Ja. Vor dem Hesindetempel habe ich Spieß Effing und einen Gardisten getroffen. Sie sind von einigen Bürgern gerufen worden, weil die Eingangstür versperrt war. Spieß Effing hat einen Boten zur Erzmorgus Rakorium geschickt, der die Tür mit einem Zauber geöffnet hat. Sieh nach den Geweihten. Die verschlossene Tempeltür ist äußerst ungewöhnlich. Ich habe Spieß Effing versprochen, mich im Tempel einmal umzusehen. Ich hoffe, dass den Geweihten nichts zugestoßen ist. Drück die Daumen, dass es nicht abstürzt. Wenn doch, dann müssen wir neu starten. Und hoffen, dass es dann nicht abstürzt. Okay, es stürzt ab. Kein Problem. Starten wir Drakensang erneut. Alles kein Problem. Jetzt lasse ich euch mal kurz im Dunkeln tappen. Muss aber den Quicksave laden. Wenn ich einfach auf Weiter klicke, dann nimmt er das Spiel fortsetzen. So, nächster Versuch. Und Daumen drücken. Er scheint schon mal durchzuladen. Gut. Dann... Okay, sobald ich in Vollbildmodus gehe, stürzt mir das Spiel ab. Okay, dann müssen wir wohl den Hesindetempel im Fenstermodus machen. Sollte nicht zu schwierig sein. Okay. Hallo, Orakel. Also ihr seht natürlich nichts davon, dass es im Fenstermodus jetzt ist. Das Spiel. Ich speichere jetzt mal hier drin. Aber ich hab's halt im Fenstermodus. Also ich sehe die Taskleiste und oben den Fensterbalken. Dorian, geht es euch gut? Mein Kopf. Ganz ruhig, ich werde euch erstmal verarzten. Sieht so aus, als ob ihr einen kräftigen Schlag auf den Kopf bekommen hättet. Danke. Jetzt fühle ich mich schon besser. Wie geht es Adat? Und was ist mit unseren Novizen? Mir geht es gut. Ich fühle mich noch ein wenig benommen, aber das geht wieder vorbei. Was mit eurem Novizen ist, kann ich euch leider nicht sagen, aber ich bin sicher, es ist ihnen nichts geschehen. Ach, Novizen, Mehrzahl. Jetzt erzählt mir erstmal, was hier passiert ist. Wenn ich das so genau wüsste. Es war letzte Nacht. Wir hatten gerade alle Arbeiten beendet und wollten zu Bett gehen, als plötzlich diese schwarzen Amazonen in den Tempel eindrangen. Oh je. Sie verriegelten die Tür und stürzten sich auf uns. Adat und ich wollten noch nach unten fliehen, aber sie waren zu schnell für uns. Schwarze Amazonen, wisst ihr, was sie im Hesindetempel wollten? Nicht genau. Ich glaube, sie suchten nach irgendwelchen Aufzeichnungen. Jedenfalls sagte ihre Anführerin etwas von einer Schriftrolle, die sich angeblich in unserem Archiv befindet. Davon gibt es mit Sicherheit etliche hier im Tempel. Was in der Schriftrolle steht, haben sie nicht gesagt? Ich weiß nicht. Halt doch! Sie sprachen von einem Auge der Göttin, das sie unbedingt finden müssten. Aber was es damit auf sich hat, kann ich euch leider nicht sagen.
Das sagt mir auch nichts. Die Eingangstür war immer noch verschlossen. Vielleicht halten sich die schwarzen Amazonen noch im Tempel auf. Glaubt ihr das wirklich? Ja, das halte ich durchaus für möglich. Vielleicht ließ sich das Dokument nicht so schnell finden, wie sie gedacht haben. Vorausgesetzt, es befindet sich wirklich hier. Ich werde mich in den unteren Etagen einmal umschauen. Seid vorsichtig. Diese Magdalenata sind gefährliche Kämpferinnen.